So, okay, jetzt haben wir die Bärenschulenrüstung. Wäre natürlich jetzt interessant, wenn wir die da mal kraften könnten, ne? Wir könnten natürlich erstmal gucken, was wir hier noch so in der Nähe finden. Gibt es hier noch Nebenquests? Ritter der Geschichten. Sprich mit Jakob dem Holzfäller. Ritter zu Diensten. Okay, Quint, Papierkrieg, Weinfehn, Belgard. Achso, dann müssen wir da warten. Ja gut, wenn wir immer beim Sammeln sind, Schatz suchen. Oder wir machen halt noch ein paar Fragezeichen. Wir machen mal Kriegen hier. Wo sind wir denn überhaupt? Aha. Mal gleich hier noch ein Fragezeichen, hier noch ein Fragezeichen. Wir könnten auf den Hof zurück, da gibt es bestimmt auch was zu tun. Wir gehen erstmal hier hin. Gucken uns da mal was um. Das machen wir jetzt mal. Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Okay. So. Besten sind hier. Okay, das war's. Finden wir hier. Okay. Hat sich jemand erhängt. Wieder Überraschung auf dich. Okay. Jetzt eine Quest? Nee, das ist einfach nur der Abschiedsbrief von dem armen Kerl. Gucken wir nochmal hier. Unten gibt es noch ein Questchen. Kobo Bianco, ne? Das müssen wir irgendwie, müssen wir die zwei auch nochmal machen. Gleich bei uns nebenan, ne? Sind nochmal zwei. Jetzt sind wir immer hier, da machen wir nochmal schnell diesen da. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Sehen, was uns da erwartet. Okay.
Schiffswrack. Weißt du, wenn du das Truhe von Juwelen an Bord und wechselte wieder die Ringe. Ach so, die Masten brauchen das Schiff, kennen der alle wollen haben gestern geschmeidig sanken und nu auf den Grund des Flusses die. Aha. Okay, schwarze Witwe. Gucken wir mal. Das ist irgendwas was passiert mitten auf dem Fluss. Da passieren kann. Der wird zu gesunken sein. Das Boot. Na, dann gucken wir halt mal nach dem Boot, was da passiert ist, ne? Was ist mit dem Boot passiert? Was ist da los? Das sieht auch so aus, als wäre das Schiff hier gekentert und einfach mal. Ja, das ist direkt gekentert. Das ist doch der Bug von dem Schiff, oder? Also hier ist das. Okay, cool. Hier stelle ich mich jetzt hin und tanze. Ciao, ciao, ciao. Oder so. Okay. Also, wir suchen ein. Dis. Gucken wir mal, was wir hier finden. Das ist kein Eingang. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wir werden noch mal kurz Luft holen. Machen wir noch mal. Muss irgendwo der Eingang sein von dem Boot hier. Aha, guck mal hier. Hier ist ein riesen Loch. Was ist da los? Gehen wir mal hier rein. Findet man hier auch schon was? So, also es wäre hier nichts. Da ist eine Kiste. Okay, warte mal. Wir müssen noch mehrfach auftauchen. Also es ist auf jeden Fall noch mehr. Das heißt, wir tauchen noch mal kurz auf, schnappen noch mal Luft, dann gehen wir mal an die andere Seite von dem Boot, was hier gesunken ist. Dann gucken wir mal, was hier passiert ist. Das ist ja gekentert, wohlgemerkt. Da ist was. Aha. Aha. Gut gekentert. Was ist da los? Das erwischt ihr? Hinten ist noch mehr. Guck mal. Rüstung. Wir sind das mal rauskommen. Okay.
Sehr eigenartig. Naja. Haben wir das auch gefunden? Was mit dem jetzt hier? Das ist das Gefängnis, ne? Da war da irgendwas. Ich hab da mal gelesen. Ein Eingang. Wir gehen erstmal hoch. Versteckter Schatz. Lass mich raten. Das ist ein Ausgang, kein Eingang. Versteckter Schatz. Was hier? Da ist aber ein... Oh ja, hier ist was. Tagebuch eines professionellen Ausbrechers. Hä? Wieso ist denn... Stimmt, ist das dokumentieren? Wieso ist denn der professionelle Ausbrecher? Das ist wohl so ein Typ, der sich einsperren lässt und dann das Gefängnis sozusagen testet, damit man ausbrechen kann. Oder soll, und dafür kriegt er Geld. Quasi hier runtergestürzt. Der arme Kerl. Okay. Warum auch immer hier eine. Kiste liegt und. Hier ist ein Tunnel. Da ist der Tunnel, da muss man hin. Halt, stopp. Zack. Zack. Verbrauchen. Okay, hier ist... Aha. Wir wollten es noch mehr probieren wahrscheinlich. Da ist ein genug Sauerstoff. Wir können das alles mitnehmen. Wir haben genug Sauerstoff. Hier ist ein Schlüssel. Wir kommen jetzt aber ohne wieder raus. Warte mal doch. Oben geht's nicht. Das ist einfach nur. Ach, die sind hier unten eingesperrt gewesen, haben einen Tunnel gegraben und ist der ganze Tunnel. Ist das alles überflutet worden hier? Kommen wir hier hoch? Gibt das? Nee. Ja, dann ist nicht bald hier runterstürmst. Wird's dumm. Okay, ich glaube, das wird nichts. Wir müssen uns jetzt ganz, ganz doll beeilen. Das war knapp. Elfenschatz und einen versunkenen Ruin. Wait. Da kommt mir irgendwas sehr bekannt vor. Wir waren doch schon mal dort bei der Manticore-Rüstung. Ach nee, das war nicht bei dem Manticore, das war bei... Wie hieß er, der Professor? Professor Moreau, wo wir unsere Mutation weiterentwickelt haben. Da haben wir in einem versunkenen... In irgendeiner Höhle unterirdisch eine rote Kiste gefunden, die wir nicht öffnen konnten. Ah ja. Und genau da schwimmen wir jetzt hin. Genau da schwimmen wir jetzt hin und dann gucken wir mal, ob wir die jetzt öffnen können. Ich denke mal schon. Da hätten wir das nämlich dann auch erledigt. Da wäre das Rätsel um diese Kiste auch gelöst. Ich bin mir ganz sicher, ja. Das war, hast du mal hier rüber geguckt zu der
Na genau, hier unten ist das Portal. Hier unten ist der Eingang. Da waren wir schon drin. Wäre natürlich klasse, wenn wir jetzt mit dem Schlüssel da unten hinfahren und dann... Sehr schön. Irgendwo so eine rote Kiste. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, da war ich schon mal. Eine rote Kiste. Da ist er. Und das ist jetzt der versunkene Elfenschatz. Ah. Ja. Nett. Kann man machen. Die anderen Kisten haben wir ja damals schon geholt. Den ganzen Rest. Sehr schön. Ist klar. Geralt, du musst einfach nur... Machen wir es halt so. Machen wir es halt so. Alles gut. So. Muss mal hier sein. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt haben wir hier alles abgegrast. Hier hätten wir jetzt noch ans Anschlagbrett gucken können. Haben wir jetzt aber leider nicht. Schade. Warum habe ich das nicht getan? Hier ist ein Tavernenbord, mit dem hätten wir spielen können. Wir könnten ja rein theoretisch mit dem Boot darüber nochmal fahren und dann gucken wir uns das nochmal an. Genau, wir nehmen uns jetzt das Bötchen, dann fahren wir nochmal quer über den See und dann gucken wir mal. Ich tue dir doch nichts, ich habe nichts gemacht. Ach, der hat mich angegriffen. Sorry, ich wollte es nicht. Es tut mir wirklich leid, aber du hast mich angegriffen. Ich habe es alle gesehen. Er hat mich angegriffen. Was ist hier los? Frauen und Fleisch. Je länger man sie klopft, desto besser werden sie. Dass die alle so versaut sein müssen, interessant. Meine Herren. Ihr werdet schon wissen, warum. Hüpf. So. Hinein. Ich nehme mal dein Bötchen, ne? Okay, hast du nicht dagegen. So, wir wollten jetzt... Wo wollte man hin? Hä? Dahin wollten wir. Genau. Da wollten wir hin. Dann wollen wir hier gucken und dann wollen wir hier nochmal gucken. Hier hinten ist ja auch noch was. Oh. Ja gut. Vielleicht finden wir das mal irgendwann auf der anderen Weise raus. Schön. Haben wir die Kiste auch geöffnet. Das freut mich. Das sind immer solche roten Kisten, die ich nicht öffnen kann, wo ich einen Schlüssel benötige. Das ist für mich immer so ein rotes Tuch. Da sage ich dann immer, ey, nicht so schön. Finde ich nicht so klasse. Ich will alles öffnen. Flovi? Wie spricht man das aus? Flovi? 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 Viele Dinge im Leben gesehen. Aber auch eine schöne Hafenstadt. Herrlich. Das ist toll hier. Okay. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Irgendwas in der... Entschuldigung. Tut mir leid. Da ist ein Händler. Ist schon mal ganz gut. Irgendwas mal ins Brett. Ihr könnt suchen und auswählen, solange ich da bin. Sobald ich die Bude geschlossen habe, seht ihr mich erst nächste Woche wieder. Alles klar. Dann ist wahrscheinlich Freitag. Gesucht mütterische Vandalen. Was? Wanda-Gilde-Mitglieder. Sterling, Halbblut, Philibert. Genau. Vier Finger. In Nuzin.
Nicht erkundet der Ort. Was ist mit ihm jetzt? Was ist das Monster? Kommt her, gute Leute, kommt schnell! Es gibt nicht genug für alle! Okay. Schnell zu, dann sauber und der Indian Hafen. Nacht zum Himmelfeld. Ach so. Okay. In einem Steinbruch. Nee, Rinderwahn! Leute. Was ist mit ihm jetzt hier? Ihr müsst schreiten. Willkommen, Schneewittchen. Willst du sehen, was ich habe? Wieso nennt er mich Schneewittchen? Was ist denn los mit dir? Bis dann. Was ist denn los mit dir? So. Die Frage ist, hat sich das jetzt hier oben dann mit den... Ja, natürlich auch noch mehr. Hier würde ich jetzt gerne noch schnell hinreiten, was das hier ist. Das hier oben, das können wir ja später noch machen. Da haben wir jetzt hier und hier und hier. Das ist noch so eine Burg Dantyn. Das können wir noch mal später machen. Ich würde jetzt gerne noch den Haken hierher fahren. Und dann hierher, damit ich das mal abgefrühstückt habe, damit ich weiß, was ist. Ah, da ist ja noch ein Braumeister. Das ist ja noch eine Brauerei. Brauerei spielt ja, also Wirtschaft irgendwie. Die spielen ja auch Quint, ne? Kann ich mich wieder hier beweisen, dass ich nicht gut Quint spielen kann. Ja, bei solchen Leuten musst du immer Quint spielen. Was ist hier los? Oh, sehr interessant. Okay. Je länger man sie klopft, desto besser werden sie. Ja, das sagtest du vorhin schon. Das ist aber eine schöne Gaststätte. Das gefällt mir hier. Alter, Gria. Ohrenkrebs, was denn los mit euch? Mach mal leise. Eieieiei. Sehr schön. Sieht ein bisschen Nilfgaardisch aus, kann das sein? Wird das jetzt? Ach, das ist wieder nach Tursan, aber da vorne die Ecke, das sah aus wie als Nilfgaard raus. Was ist denn mit ihr? Sei gegrüßt, Herr. Was brauchst du? Ich denke schon den ganzen Tag an einen schönen Wein. Schönen Wein. Und zwar? Rot, weiß, rosé, trocken, halbtrocken, lieblich, Schweregrad, Rebsorte? Ich muss darüber nachdenken. Ist klar. Erzähl mir etwas über diese Gegend, ja? Was gibt es da zu erzählen? Dass der Herr dieser Lande, Monsieur de Bourbeau, die größte Arschgeige von Toussaint ist? Ach was. Danke, dann bin ich besser wachsam. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ah, ja. Ich denke mal, da können wir wieder was loswerden, oder? Wie viel Geld hat sie? Also den teuren Zitronenwodka, den tun wir jetzt nicht verscherbeln. Lokaler Pfefferwodka. Okay, ne, den brauchen wir nicht. Nee, den will ich auch nicht verkaufen. Nee. Warte mal, was habe ich jetzt dafür bezahlt? 6. Okay. Die Ringe, das ist schon was Tolles. Ne? Also muss ich mal suchen, was man die nie irgendwie für eine Rüstung verbrauchen müssten. Würde ich die schon gerne irgendwie mal in Geld umwandeln, weil die sehen wirklich nice aus. Das ist richtig schickes Zeug. Schnell sortieren. Ja. Silberne Rubinkette. Goldene Rubinring. Wow. Ja. Stückpreis. Das ist der Wahnsinn. Alles klar, dann spielen wir halt mal eine Runde Quint. Mal sehen, ob es drauf hat.
Ja, pff. Komm schon. Quint, vielleicht könnten wir eine Partie spielen? Echter Hexer! Ein rechter Hexer. Man könnte mal wieder Monster spielen, das wäre auch mal ganz witzig. Spiel mal Monster, ich probiere das mal. Die Musik ist echt laut. Okay. Cool, Futtersporn, Garnter Otim, Krabbspinne, gar kein, ist ja alles da. Vampir, den brauchen wir nicht. Jetzt haben wir einen Ghoul, jetzt haben wir von allen was. Ist doch gut. Super. Aber keine Heldenkarten. Schade. Noch ein Ghoul. So viel Ghoule brauchen wir nicht. Die können wir auch nochmal wegtun. Ah ja. Das wird schwierig. Für einer her. Mich täuscht, er würde passen. Gucken wir mal. Mhm. Wieso hat er den einen jetzt rausgehoben und jetzt unten? Na gut. Dicks dran nochmal zurücklegen. Die Frage ist, wollen wir jetzt passen oder eher jetzt nicht so? Okay, was kann ich jetzt machen? Wirf zwei Karten ab. Zwei Moon, ne? Und die. Und dafür nehmen wir. Was haben wir denn noch schön, was wir brauchen könnten? Zack. Er passt. Das ist okay. Das waren leider viele. Naja.
Ich bin dran. Ich bin dran, sagt er. Eigentlich könnte ich jetzt schon passen. Riskiert einen und passt. Genau. Jetzt gucken wir mal. Mein Gegner ist im Zug. Ja, wir werden es mal nie übertreiben. Brennt halt gleich alles, ist so nicht schlecht. Das war gemein. Wie viel hat er denn davon? Na? Jetzt muss man gucken. Gucken, was er noch hat. Sehen, was er noch machen kann. 7. Und? Sonne. Na gut. Schade. Hat er verloren? Fair. War fair. Hat er gewonnen. Haben wir 100 Kronen gewonnen? Werde ich tun. Wir haben Seres gewonnen. Jetzt können wir schon das erste Mal Skellige spielen. Einmal gucken. Warte mal. Quintkartplatz. Wir müssen ja mit Skellige mal probieren. So, was haben wir denn hier? Zack, zack, zack. Seres. Sieht doch schon ganz gut aus, was wir hier haben. Ne? Denke ich mal so. Sagtest du bereits, Freund. So. Ist es wahr, dass die Bauern ihre Kühe heute selbst kalben müssen? Das sind wir ja schon hier fertig, ne? Jetzt wollten wir nochmal. Wo wird man jetzt nochmal hin? Ich dachte dahinter, ne? Da wollten wir noch hin. Das wäre der letzte Platz gewesen, wo wir nochmal schnell gucken können. So, mein Freund. Ran.
weiter so, Plätze. Sollen ein paar dumme Geister beschwören, habe ich gehört. Da will ich jetzt noch hingucken. Haben wir das Ohr abgefrühstückt? Haben wir das weg? Oha. Was ist denn hier? Sieht aus wie eine Straße quer durch den, Berg, ne? Das Ding, die so schwer arbeiten müssen. Hier sieht das so aus, ne? Das ist ja toll gemacht. Guck doch mal hier, das ist eine richtige Straße. Die hier, die Felsklötze. Okay. Direkt darunter. Langsamer. Dann haben die Felsklötze sozusagen vom Steinbruch, der da hinten ist, höchstwahrscheinlich, über die Straße runtergezogen. Okay. Sehr schön. Na, komm, hier bleibt man gar nicht lang. Aber ist mal lang. Also was ist hier jetzt noch? Verlassenes Anwesen. Versteckter Schatz. Halt! Okay. Mein wird die Rache sein! Oh Gott. In diesem oder im nächsten Leben. Unsere Taten im Leben hallen durch die Ewigkeiten. Alter. Schön eingesteckt, muss ich sagen. Ein Riesenschwert. Eieiei. Was ist mit ihm jetzt hier? Was ist denn das für einer? Aufnehmen? Notizen des Wanda-Gilde-Mitglieds aus Philippa Zanze. Okay. Ein Beruf immer vor dem Martin Böhm. Okay. Jetzt soll ich hier was finden. Na da.